Ey, ich finde es so geschmacklos, ne? Also es ist eh schon asozial, weil du spielst halt mit Leuten, denen es nicht so gut geht. Es ist einfach, ja, ist eine Katastrophe. Chat sagt, es ist eine Katastrophe. Ich finde auch, das ist einfach eine Katastrophe. Deshalb ist Torik, Klammer auf Rezo-Hater, Homophob und Exorzist. Sekte? Fragezeichen exposed. Ich bin sehr gespannt auf dieses Video. Ich meine, Torik, glaube ich, haben die meisten von euch mitbekommen. Wir haben Torik im Stream geguckt. Wir haben, ich hatte auch ein Video bei Schlumpf hochgeladen. Das hatten, glaube ich, auch relativ viele gesehen. Deswegen, ich glaube, Torik ist Leuten ein Begriff. Ich muss ihn jetzt nicht erklären. Es ist ein, für die Leute, die Torik nicht kennen, wie fasse ich Torik zusammen? Torik ist eine Special Art von Christ. Kein normal Christ, kein so ein normaler Christ, sondern so einer, der sagt, dass Gay sein unnatürlich ist und die Gays, die verwechseln Lust mit Liebe. Also die können gar, die lieben gar nicht richtig, sondern das ist nur Lust bei denen. Also er sozusagen sagt, dass sie gar nicht so in der Lage sind zu lieben. Und sagt, dass es eklig ist. Er hat gesagt, dass er es ekelhaft oder eklig findet, als im Raum stand, dass Männer, die miteinander halt was machen wollen, was miteinander machen können oder so. Und deswegen sollen die Gays laut Torik bestraft werden. Und ja, die sollen halt nicht so sein. Und er möchte ihnen helfen, dass sie nicht mehr so sind. Das ist, glaube ich, die Quintessenz von Torik, die wir mitbekommen haben. Deswegen gehen wir mal ins Video rein. Wir alle dürften es mittlerweile mitbekommen haben. Rezo bekam eine Ansage von Torik, weil dieser in einem Video von Rezo vorgeführt wurde. Ja, das ist jetzt schon so ein ganz deepes Inception-Ding, ne? Er selbst bezeichnet sich als Christ und glaubt wahrscheinlich an Wunderheilungen. Also er versucht bei Menschen, die besessen sind von... Nein, nein, er glaubt nicht wahrscheinlich an Wunderheilungen. Torik glaubt nicht mal an Wunderheilungen. Torik ist so überzeugt von Wunderheilung, dass ich es nicht mal mehr ein Glauben nennen würde. Dämonen die Hand aufzulegen und sie dann vom... Ich würde es eher als Wissen bezeichnen. Also Torik aus seiner Perspektive weiß, dass es Wunderheilung gibt. Er weiß, dass er Wunderheiler ist. Geistern zu befreien. Auf genauere Details werden wir gleich noch im Laufe des Videos eingehen. Also weil ein Glaube würde ja so eine Restmöglichkeit von vielleicht ist es doch nicht so noch in den Raum stellen. Gehen, deswegen keine Sorge. Und so wie ich Torik verstehe, ist es nicht der Fall. Also diese Restwahrscheinlichkeit von vielleicht ist es doch anders, ist bei Torik, glaube ich, nicht der Fall. Aber ich habe im Zuge der letzten Tage mehrere Nachrichten bekommen, woher denn dieses Denken von Torik überhaupt kommt. Und damit ich habe auch ein paar Nachrichten bekommen. Aber will ich jetzt nicht viel zu sagen so. Aber so Leute, die ihn halt kennen, so, ne, wo er irgendwie zur Schule gegangen ist oder wo er irgendwie aus der Gegend irgendwie kommt oder wo er ins Fitnessstudio geht oder irgendwie sowas und hab einige Stories gehört, Digga. Weil mich das auch interessiert hat, wie Torik so krass abdriften konnte, habe ich mich auf die Suche begeben und bin auf äußerst schwierige Dinge gestoßen, die aber sein Verhalten mehr als begründen. An der Stelle aber erstmal Folgendes: Torik ist nicht irgendwie Mitglied einer richtig anerkannten Sekte. Er ist halt weiterhin Teil des christlichen Glaubens. Ich habe das Wort jedoch genutzt, da die Strukturen ziemlich radikal sind. Jedoch muss man halt den normalen Christentum, wie wir es kennen, ganz klar von dem Christentum von Torik unterscheiden. Aber schauen wir erst... Ja, das ist... Es ist ein großer Unterschied dazwischen, so, ne? Erstmal, wie er überhaupt so werden konnte. Eigentlich ist es ganz easy, denn wenn man einfach mal auf Instagram sieht, wen er eigentlich folgt, dann folgt er einer Seite ziemlich oft und... Jemand im Chat stellt die Frage, wo hört Glaube auf und fängt Psychose an? Ich weiß nicht, ob das eine Psychose ist, was er hat. Ich kenne mich damit nicht aus, aber es ist auf jeden Fall nicht gesund, was er hat, weil er sich durch diese Vorstellung komplett löst von jeglichem logischen und rationalem Denken. So. Also das hatte ich, glaube ich, in der Reaction auch gesagt. Ich bin mittlerweile schon sehr stark davon überzeugt, dass er nicht, also dass er gar nicht in der Lage ist zu denken. Ja. Aber das muss man ja üben. Also das musst du ja, wenn du das von Kind auf nicht beigebracht bekommst, so, wenn du das nicht übst, wenn für dich alles eine einfache Antwort hat, dann musst du nie komplex denken. Es ist ja, also Für Torik ist ja nichts komplex. Es ist ja immer Gott, immer Bibel und wieder Gott und wieder Bibel. Und du kannst einfach, egal was auf dich draufgeschmissen wird, du kannst einfach sagen, nein, es ist nicht so. Und selbst, also egal was, es ist immer nein Gott, nein Bibel. So. Und das sind ja simple Antworten so.
Und wenn du immer mit simplen Antworten workst, dann hast du nie getrained, auch mit komplexen Sachen umgehen zu müssen. Church. Und als ich dann über diese Art von Gemeinde recherchiert habe, dann war mir eigentlich alles klar. Denn Awakening Church glaubt mehr oder weniger an Wunderheilungen. Und Digga, das ist safe so ein US-Shit dann, ne? Weil in den USA, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber in den USA ist dieses Level von so, ich nenne es jetzt mal umgangssprachlich Psychosen-Christen, weil das im Chat gerade so stand, ist das ja nochmal ein anderes Level. Also in den USA ist es so, so krass, wie Leute das Christentum benutzen, um eine Agenda durchzubringen und vor allen Dingen, das darf man auch nicht vergessen, um halt extrem viel Cash zu machen. Extrem viel Cash zu machen. Also da sind Leute, die machen hunderte Millionen, weil sie halt das Predigen, dass Leute geheilt werden und so. Und dann kann man natürlich extrem gut Leute dabei ausnutzen, denen Geld zu geben. Und deswegen machen die extrem viel Geld. Und das alles natürlich durch den Heiligen Geist. Also wenn sie jetzt eine Hand auflegen, dann befreien sie nicht diese Person, sondern der Heilige Geist befreit sie. Dass sie hier auch sehr wahrscheinlich mit den Schmerzen von Menschen spielen, um sie für sich zu gewinnen, das ist erstmal Nebensache. Und damit ihr wisst, wie groß der Einfluss auf Torik sein muss, gehen wir doch einfach mal rein ins Thema. Denn Torik hat ja offenbar ein großes Problem mit Homosexualität. Und warum er so denkt, das schauen wir uns gleich genauer an. Hey, dieses Video ist für jeden, der mit Homosexualität struggelt. Und der davon frei werden will, wenn du mit Homosexualität struggles. Es ist wirklich so, ich hatte diesen Ausschnitt von ihm in meinem Video drin und da kam er schon ein bisschen wack rüber, aber dann hat er halt drauf geantwortet, Monate später, und dadurch ist er erst so richtig wack rübergekommen, also weil er einfach mehr erzählt hat, so von dem, was er wirklich denkt. Wenn du davon frei werden willst, dann bete doch das mit mir. Wir alle wissen, dass die LGBT-Community unter dem Namen von Toleranz und Akzeptanz die Jugend indoktriniert mit Unwahrheiten, welche gottlose Gesinnungen hervorrufen. Ich kann dir objektiv sagen, dass Lügen ist nicht richtig, Stehlen ist nicht richtig, Homosexualität ist nicht richtig, Pädophilie ist nicht richtig und Juden zu töten ist auch nicht richtig. Wenn ihr Bock habt, einen Typen zu bumsen und er auch Bock auf euch habt. Ja, stimmt. Hier sagt er jetzt, glaube ich, dass es eklig ist oder so. Und ihr seid ein Typ. Go for it. So eklig. Straight up, wenn ich das so sage, straight up. Ja. Boah, das war jetzt gerade so eine Reaction-Inception, aber nur um den Kontext dann nochmal zu setzen. Torik hatte etwas gesagt mit Freiheit, mit völliger Freiheit oder irgendwie absoluter Freiheit oder völlige Freiheit, irgendwie sowas. Und daraufhin hat TJ geantwortet und gesagt, naja, ich bin auch für die Freiheit. Also wenn ihr Bock habt auf einen Typen, der Typ hat Bock auf euch und ihr seid ein Typ, ja dann let's go, so. Und darauf dann zu sagen, boah, so ekelhaft, ist schon, ich sag mal, unsympathisch und zeigt halt, was da auch hinter steckt, ne? Dass dahinter natürlich nicht eine Liebe steckt, sondern ein Gefühl von, bäh, die sind nicht gut, wie die sind, das ist eklig, wie die sind. Die lieben sich gar nicht, die können gar nicht richtig lieben, die sind nicht richtig so. Das ist natürlich das unterliegende Gefühl. Und das wird kaschiert mit der Behauptung, hier ist ganz viel Liebe im Raum, aber es ist natürlich für jeden sehr, sehr klar, dass es nur eine Behauptung ist, weil so sieht nicht Liebe aus, wenn du jemandem sagst, du bist eklig, so wie du bist und ich will, dass du bestraft wirst, du wirst bestraft werden und das finde ich auch gut so, für das, wie du bist. Also wenn eine Mutter das zu ihrem Kind sagt, fühlt sich das nicht so liebevoll an, ne? Wenn eine Mutter hinkommen würde und zu einem Kind sagen würde, ey, mein Kind, boah, bist du eklig, so wie du bist. So, du sollst nicht sein, so wie du bist. Ich glaube, du kannst gar nicht lieben, so wie du bist. Das ist doch, du denkst nur, du könntest lieben oder so. Digga, wer redet so mit jemandem, ne? Ach, Homosexualität ist nicht normal und du kannst davon frei werden. Doch, warum hat er so ein großes Problem mit Homosexualität, habe ich mich dann gefragt. Ich meine, die Bibel sagt ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Deshalb sollte er ja eher tolerant gegenüber LGBTQ sein und sie auch. Ich bin in einer Freikirche aufgewachsen und viele dieser Menschen sind wie er. Wow. Meine beste Freundin ist immer noch in dieser Religion und sie sieht es als eine Sünde. Wie soll ich mit solchen Menschen umgehen? Ey, keine Ahnung. Ich finde das ganz, ganz schwer, wie man mit solchen Menschen umgeht, weil teilweise sind die halt lost so. Also du kriegst die nicht mehr wieder, weil wenn die von jungen Jahren nie gelernt haben, wie man rational skeptisch denkt,
dann kannst du denen das nicht beibringen. Also du bist ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, so, ne? Das muss man sich auch ein Stück weit eingestehen. Auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, dass gerade wenn man, ne, wenn es jemand ist, der sehr nah an einem dran ist, irgendwie eine sehr gute Freundin oder sogar aus der Family jemand oder so, dass das natürlich nicht so leicht fällt, so, ne? Auch nicht als etwas Unnormales zu zeichnen. Aber woher kommt denn eigentlich genau dieses Denken? Denn ich persönlich habe in 12 Jahren Christentum nicht mitbekommen, dass man Homosexuelle abstoßen sollte oder sagen sollte, die seien unnormal. Ja, das und auch da wieder tief aus der Perspektive von einem Torik ist es halt, weil das keine richtigen Christen sind. So. Die kommen halt dann auch nicht in den Himmel. Also die Religionslehrer oder die Pfarrer oder so, die ihm das nicht beigebracht haben, die kommen halt nicht in den Himmel, weil die haben es nicht richtig gecheckt. Das sind keine richtigen neugeborenen Christen. So. Liegt das jetzt hierbei vielleicht an der Awakening Church? Also du hast halt auf alles eine simple Antwort. Du sagst einfach, wenn jemand was anders sieht, sagst du einfach, nein, der hat einen unreinen Geist. Oder nein, der ist nur fehlgeleitet von Satan oder so. Du hast ein ganz klares, es gibt die Guten, es gibt die Schlechten. Ne, wenn Leute etwas sagen, was nicht meiner Meinung ist, dann sind die halt beeinflusst von dem Schlechten und ich bin immer beeinflusst von dem Guten und was ich sage, ist das Gute und daran gibt es keinen Zweifel. Das ist halt die simpelste Antwort, das simpelste Weltbild, was du haben kannst. So. Und was sie dir als Wahrheit eintrichtern wollen? Kurze Info, die Awakening Church wurde in Deutschland gegründet, um Europa zurückzuerobern. Allerdings entstand diese nur durch eine... Bitte? Dir als Wahrheit eintrichtern wollen. Kurze Info, die Awakening Church wurde in Deutschland gegründet, um Europa zurückzuerobern. Hat schon einen guten Vibe, ne? Hat schon einen guten Vibe. Europa zurückzuerobern. Sehr cool. Allerdings entstand diese nur durch eine Gemeinde in Amerika. Deshalb wurden viele Menschen nach Deutschland eingeflogen, die sollten sich dann hier verbreiten. Ich finde auch, so sollte man, das ist die tollste Religion, wenn es da nicht darum geht, irgendwie Gutes zu tun und Leuten zu helfen, sondern erstmal man das Framing von, wir erobern mal was. Sehr cool. Um dann natürlich auch die Botschaft Gottes zu vermitteln. So, und jetzt. Wir sind die Guten, das sind die Schlechten, wir müssen erobern, so. Das ist schon crazy. Jetzt, wo ihr wisst, dass das Ganze ursprünglich aus Amerika kommt, hören wir uns doch einfach mal einen Erfahrungsbericht eines ehemaligen Mitglieds dort an und mal schauen, was sie... Hey, ich meine sogar, dass er in einem Video gesagt hatte, dass, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass Leute, die an den Islam glauben, dass die von Satan fehlgeleitet sind. Also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin mir relativ sicher, dass er sowas in der Art gesagt hatte. Also es gibt einfach, entweder du bist in seinem Team oder du bist von Satan fehlgeleitet. Es gibt die zwei Optionen. Und selbst wenn du Christ bist, bist du entweder so Christ wie er oder du bist von Satan fehlgeleitet. Oder unreinen Geistern oder so. Das ist das simpelste Weltbild. Und wenn man nicht mehr aushält als das, dann hält man nicht mehr aus als das, ne, im Kopf. Die zum Thema Homosexualität. Das ist ja Training. Also du müsstest ja mit dem Torik jetzt wirklich über Jahre trainieren, wie ist man skeptisch, wie hält man auch so das aus in sich, dass eine Wahrheit vielleicht nicht ganz so einfach manchmal ist oder so. Das muss man üben. Und das würde jahrelang dauern, so einen Torik da rauszuholen. Das wäre ein riesen Act so. Und deswegen glaube ich nicht, dass es passieren wird. Ich glaube, der ist total verloren und der wird in diesen Sektenstrukturen genauso da bleiben, der kommt da nicht raus. Gegen Homosexualität bietet Bethel eine Lösung an. Das sogenannte Sozo, ein Ort der Errettung und Heilung. Cool. Mega gut. Sozo. Da kann man geheilt werden von dem G-Shit. Cool. Errettung und Heilung. Homosexualität ist eine sehr große Sache. Und dass die Gemeinde so ein Ministry hatte, wo ja im Endeffekt Dämonen ausgetrieben würden, weil die glauben, dass halt Homosexualität nicht von Gott ist und dass das auf jeden Fall ein Dämon ist oder mindestens irgendeine Verletzung oder so und das muss geheilt werden. Bei einem bestimmten Freund, der wurde dahin geschickt und hat immer wieder Termine bei Sozo gemacht. Also es würde einfach sehr danach gefragt, was für Trauma hast du denn halt in deinem Leben?
lassen. Ja, weil du bist safe auch nur homo, weil du irgendein Trauma hast. Das müssen wir halt, das müssen wir rausfinden. Wir müssen mal das alles hochbringen, ohne dass wir überhaupt dafür ausgebildet sind. Und das hat ihn voll fertig gemacht. Also es wird... Ja, und damit machst du halt auch Leute total fertig. Also wenn du Traumata hochbringst und du hast eigentlich gar keine psychologische Ausbildung oder so, aber stocherst einfach mal so in Traumata rum und bringst sie einfach mal hoch und machst total die emotionale Achterbahnfahrt und dann sind Leute fertig und wissen auch gar nicht mehr, wo oben und unten ist und du sagst denen, hey, du hast hier dieses ganze gute Feeling mit uns allen und wir lieben dich total. Wenn du jetzt nur sagst, dass du gar nicht mehr gay bist, dann kommen Leute ja auch an den Punkt, dass sie irgendwann so gebrochen sind, dass sie sagen, ja, nee, dann bin ich nicht gay. Ich glaube, wenn, ich will ja auch Gottes Liebe spüren, so, ne? Also da passiert ja psychologisch extrem viel so. Natürlich, ist es sehr, sehr komplex, was da psychologisch passiert. Nicht für einen Torik. Für einen Torik gibt es nicht was Komplexes, Psychologisches. Sondern es ist einfach nur, nee, die haben unreine Geister, weil die gay sind. Und wir treiben die halt aus, zack, sind die weg. Einfach. Es gibt keine Komplexität im Weltbild von Torik. In Amerika mehr oder weniger verdeutlicht, dass Homosexualität eine Art Krankheit ist und man sie heilen muss, beziehungsweise Menschen davon befreien soll. Und das ganze Geschwafel kommt dann natürlich auch rüber nach Deutschland. Und genau deshalb brauchen wir uns auch nicht wundern, weshalb Torik auch genau dieser Ansicht ist, wenn ihm das so beigebracht wurde. Und damit ihr nun seht, wie wichtig die Homophobie zu sein scheint, schauen wir einfach mal an, was Chris Müller außerdem noch rausgefunden hat. Junge, und natürlich... Hey Rezo, was ist das für eine coole Cap? Das ist Sparcap. Das ist die einzige Sparcap, die ich mal rausgebracht habe. Ich muss dieses Jahr auf jeden Fall noch mehr Caps bei Spark rausbringen, weil ich finde es ein bisschen schwach, dass bisher erst eine Cap kam. Also die kam auch mal in Blau, aber da muss mehr kommen. Ich finde mehr Caps, weil ich meine, ich trage so viele Caps, ich will mehr Caps. Sorry, ich habe das Quote, mache ich nochmal von Anfang. Sein Schein, schauen wir einfach mal an, was Chris Müller außerdem noch rausgefunden hat. Und natürlich haben wir Beth in den USA auch eine Konfrontation geschrieben. Und auf die Fragen kam tatsächlich nicht so viel zurück, bis auf die Frage zum Thema Homosexualität. Da haben sie uns eine Website geschickt, den haben wir euch auch im Beschreibungstext verlinkt. Und wenn man sich das mal durchliest, dann steht ja erstmal drin, Gott liebt alle. So. Klar. Er liebt die so sehr, dass er nicht möchte, dass sie so sind, wie sie sind, weil sonst will er die bestrafen. Aber je weiter man liest und liest und weiter runter scrollt, der Text ist ziemlich lang, dann steht da immer mehr drin. Für Bethel gibt es nur Mann und Frau. Gott hat in der Bibel klare Regeln zur Sexualität gegeben. Es gibt bei Bethel auch Leute aus der LGBTQ-Community, aber wegen all den oben genannten Punkten haben sich diese Personen... Das Ding ist, wenn man es einfach so switchen würde und ich würde zu einem Torik hingehen und würde ihm sagen, ey, mein Gott, ich habe auch einen Gott und mein Gott sagt, dass du in die Hölle kommst. Der liebt dich total, ich liebe dich auch total, aber du darfst nicht so sein, wie du bist. Du musst dir, weiß ich nicht, die Haare blau färben oder so. Würde er dann sagen, ja, dann färbe ich mir die Haare blau, weil du hast mir gesagt, dass dein Gott das gerne möchte? Natürlich nicht. Er hat ja andersrum auch keinen Bock drauf. Er möchte gerne, dass seine Sachen für andere gelten. Er will aber nicht, dass die Sachen von anderen für ihn gelten. Und auch dafür hat er eine ganz leichte Antwort auf diese komplexe Frage, denn seine leichte Antwort ist halt, ja, aber das, was ich sage, stimmt ja, das ist ja die Wahrheit. Und das, was die anderen sagen, ja nicht. Gelöst. Und wieder. Es ist so einfach, ohne Scheiß. Wenn man so ein simples Weltbild hat, kannst du immer eine simple Antwort auf alles haben. Nämlich einfach, nein, meins ist die Wahrheit, nein, die anderen stimmt nicht, fertig. Dann, du bist dann. In einen anderen Lebensstil entschieden. Also ihr merkt, das Thema Homosexualität scheint so wichtig zu sein, dass man wirklich bloß auf diese eine Frage antwortet. Und selbst dort versucht man das Ganze noch als etwas Unnormales darzustellen. Und da Torik der Awakening Church mehrfach auf Instagram folgt, sowie auch den Gründer davon, können wir nur erahnen, weshalb er dieses Gedankengut hat. Wie gesagt, bringt bitte nicht diese Awakening Church mit dem normalen Christentum in Verbindung, weil sich vor allem auch super viele freie Christen davon distanzieren. Ja, also diese Awakening Church oder diese grundsätzlich diese US-Fundi-Christen, evangelikalen Christen-Churches, die sind halt, also letztlich steht häufig oben an der Spitze jemand, der überhaupt nicht den christlichen Part so sehr primär in seinem Kopf hat, sondern vielleicht aus anderen Gründen das Ganze pushen möchte, zum Beispiel aus finanziellen Gründen. Wie gesagt, es gibt in den USA irgendwelche Mega-Churches, die bringen so viel Cash ein, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also da gibt es wirklich Leute, die hunderte Millionen machen, einfach nur, weil sie Leuten das Gefühl bringen, dass sie dadurch näher an Gott irgendwie rankommen oder so. Es gibt so ein
es gibt so einen Clip von so einem, wo ein Priester, auch so ein super reicher Priester, begründet, warum er mit dem Privatjet immer fliegen muss. Also der gönnt sich ganz, ganz viel, lebt so einen superreichen Lebensstil. Genau, der Dude mit dem Privatjet. Ich glaube, er sagte, er wird so gefragt, wieso ist das denn wichtig, dass sie mit dem Privatjet? Ich dachte, es geht nur um das Wort Gottes. Und dann sagt er, weil auch, man hat immer eine simple Antwort, es sind immer die Dämonen, es sind immer die unreinen Geister. Und er sagt, ich kann nicht in eine Tube full of Demons, glaube ich, sagt er dann. Also er kann nicht in einem normalen Flugzeug sein, weil das ist eine Röhre voller Dämonen. So, es ist eine Röhre voller Dämonen. Er kann nicht mit den normalen Leuten, weil die sind alles unrein. So, und das ist das Geile. Wenn du dich einmal auf diese Lore einlässt, kannst du immer sagen, nee, hier ist, das ist ein unreiner Geist, deswegen kann ich das nicht. Und nee, das hat mir aber Gott gesagt, ist anders. Du kannst es immer twisten, so wie du willst. Es ist easy. Es ist so easy, das zu machen. Ist halt stupid shit so. Und der andere Grund, ich wollte ja gerade eigentlich den Gedankengang zu Ende bringen, was es für Leute da oben gibt. Entweder sind Leute vielleicht oben, denen geht es nicht um Gott, sondern denen geht es um Geld. Oder, das darf man auch nicht vergessen, dass von ganz oben das auch Leute pushen, die halt rechtsextrem sind. Weil das ist der Wahnsinn. Ne? Da laufen Leute durch die Straßen, wenn du sowas pusht. Die gehen rum und bereiten schon mal die bereiten schon mal mental Leute darauf vor, dass sie sagen, hey, Leute, die gay sind, die sind nicht normal, die müssen bestraft werden, wir müssen machen, dass sie anders werden oder so. Das ist doch der perfekte Boden, um sowas dann auch in der Politik irgendwie durchzubringen. Und da muss man ja nur ein bisschen gen Osten gucken. Und da merkt man, dass es da auch den großen Need sozusagen bei rechtsradikalen Parteien und Politikern gibt. Und natürlich lieben die so ein Torik. Absolut. Das ist der Wahnsinn für die. So gibt es beispielsweise auch offene Christen, die einfach mal die Awakening Church besucht haben und dort bei einer Art Predigt dabei waren. Und dort wurde Folgendes geschildert. Stefan schrieb am 23. März. Ach ja, Awakening Europe. 2021 war Ben Fitzgerald auch in Feldkirchen bei München. Und weil ich ja durchaus offen bin, beziehungsweise sein will, für das Wirken des Heiligen Geistes, war ich an allen drei Tagen mit dabei. Am letzten Tag gab es eine längere Anbetungszeit, während Ben und sein Team durch die Reihen gingen und für einzelne Teilnehmer händeauflegend betete. Einige fielen daraufhin um, machten seltsame Bewegungen und Lautäußerungen oder Routen im Geist. Das ist das Ding. Und auch da gibt es so viele Begründungen, warum die sich so verhalten. Also zum einen hast du, was extrem krass psychologisch kickt, ist halt so ein Zugehörigkeitsgefühl. Also wenn alle gerade im Raum das fühlen und das sind alles irgendwie deine Freunde und das ist der Ort, wo dich Leute irgendwie dir die Leute zuhören oder so und sonst hast du das nicht im Leben, dann bringt dich das natürlich dahin, dass du da zugehören möchtest so, ne? Und dass du vielleicht auch einfach die Hoffnung hast, dass du dich auch jetzt nicht anders verhalten willst als die anderen, wenn die alle rechts und links von dir umfallen dann, und das wird irgendwie erwartet, dass das passiert, dann willst du es ja auch machen. Punkt 1. Punkt 2. Du hast auch irgendwie du willst auch das erleben, wenn die anderen irgendwie, die sagen, das ist ein gutes Gefühl, dann willst du das ja irgendwie auch haben. Dann hast du natürlich auch den Aspekt, dass sowas ganz, ganz stark gepusht wird mit krasser Mucke, die total nice ist und total gut klingt oder so. Kannst so viele Sachen machen. Und du hast, dass solche Leute wie dieser Ben natürlich extrem gut in so, sagt euch Cold Reading was? Also, dass du, das machen so Wahrsager auch oder auch irgendwelche, wie heißt das, Mentalisten oder so, dass du bei einem Mentalisten halt denkst, so krass, wie kann der das, meine Gedanken lesen? So, die haben sozusagen keine Info über jemanden, gehen zu jemandem hin und alleine an, wie derjenige guckt und auf welche Fragen der wie eine Antwort gibt, kannst du halt bestimmte Fragen stellen, dass du relativ schnell an den Punkt kommst, dass derjenige denkt, krass, woher hast du das gewusst, obwohl du gar nichts gewusst hast. All diese Techniken sind bekannt, auch außerhalb vom Christentum, und deswegen auch mögliche Antworten auf das, was da passiert. Aber das wäre eine komplexe Antwort und ein Torik hält diese Komplexität nicht aus. Das heißt, für einen Torik, der wird direkt sagen, nein, 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 alles, was du gesagt hast, nein, stimmt nicht. Es ist Gott, der das gemacht hat. Ende. Einfache Antwort. Als Ben zu mir kam, sich dann aber nach einiger Zeit nichts tat, übte er mit der Hand einen ziemlichen Druck auf meinen Oberkörper aus. Hätte ich dem nachgegeben, wäre ich sicherlich auch umgefallen. Aber halt durch Ben und nicht durch den Heiligen Geist. Was? Wow, die kicken einfach Leute um und sagen dann, wow, Gott hat das gemacht.
Er geht so durch die Reihen und tritt so Leuten von hinten so die Beine weg und sagt, guck mal, krass, ey, die sind hingefallen, wegen Gott, ey, Gott ist so mächtig, ey, oh, danke den Herrn. Was ich damit nur sagen will, ich habe den Eindruck, dass hier auch viel mit Psychologie und Manipulation gearbeitet wird. Obviously, Digga, jeder, der sich damit kurz befasst hat, merkt das. Ich möchte und kann ich anderen, die tatsächlich etwas erlebt haben, ihre Erfahrungen nicht absprechen. Nun ja, irgendwie passt das halt ziemlich gut. Denn ey, und nochmal die Betonung, ganz kurz, nochmal die Betonung. Wir hatten ja im letzten Video haben wir über diese ganzen Mega-Churches-Geschichten und diesen Sektenstrukturen und wie die Leute damit Geld machen und wie die Leute damit Politik pushen können. Diese ganzen strukturellen Sachen haben wir basically noch gar nicht gesprochen. Deswegen finde ich das gut, dass Alpha Kevin darüber jetzt redet, weil das nochmal eine andere Ebene natürlich in dieser ganzen, in diesem ganzen Thema ist so. Aber was wollte ich eigentlich sagen? Genau, ich möchte nochmal betonen an dieser Stelle, es geht nicht um das Christentum. Niemand steht hier auf Christentum. So. Denn diese Heilungen bzw. Befreiungen, die nichts anderes als Exorzismus sind, wirken mir halt hart nach Paulanergartengeschichten. So habe ich mir auch einfach mal die Holy Spirit Veranstaltung auf YouTube gegeben und da sah ich Folgendes. Nur kurz zur Info, die Frau, die dort geheilt werden soll, die hatte irgendwie Augenschmerzen, zumindest irgendwo in der Gesichtspartie hatte sie Schmerzen und da schauen wir jetzt einfach mal rein. Bist du auch gläubig, Rezo, bzw. bist du Christ? Ich würde mich nie als Christ bezeichnen, aber ich durch meinen familiären Background respektiere ich Christentum sehr stark so, auch wenn ich das selber mich da nicht so zugehörig fühle von dem, was in mir ist sozusagen. Wir preisen dich, dass du diese kleinen Dinge kennst, aber sie sind nicht klein für dich. Thank you, my father. Danke, Vater. We command the pain to leave her now. Wir befehlen dem Schmerz, sie jetzt zu verlassen. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. In the name of Jesus. Im Namen. Digga, aber muss das jemand, also muss man das übersetzen? Hätte man sich da nicht einen auf die, in den Dings stellen können, der Deutsch spricht? Weil das ist ja nicht schwer, das zu sagen. Also da braucht man doch keinen. Ist ja jetzt nicht so, als könnten die Sätze nur der eine sagen, oder? Amen, Jesus. Thank you, God. Danke, Gott. Thank you, Lord. Danke. Check this girl. Ask her to check her side. Ask her to check. I believe it's gone already. Put both your hands up in the air if it's gone. Gib beide deine Hände, wenn es weg ist. Is the pain gone? Ist die Schmerzen weg? Digga, wie man nicht rallen kann, dass das auch voll viel Pressure ist in dem Augenblick. Alle gucken dich mit erwartungsvollem Blick an und sagen, hey, mach kurz so, wenn es dir besser geht. Und du denkst, was ist denn hier gerade los? Keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Ja, keine Ahnung, vielleicht. Und hebst dann halt deine Hände und alle so, boah, nice. Gott hat es gemacht. Wie krass ist das denn? Ja, ey, krass. Kannst du dich bewegen? It's completely gone. Es ist komplett weg. Halleluja. Thank you, Jesus. Halleluja. Preis den Herrn. Hat sie überhaupt gesagt, dass es komplett weg ist? Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass sie da genickt hat, ne? Er hat das gesagt. Precious Holy Spirit. Danke, wunderbarer Heiliger Geist. 12 Sekunden später. Josi. Johanna. Hey, ohne Scheiß. Er redet die ganze Zeit und er läuft so hinter ihm her und wiederholt das dann halt auf Deutsch. Wow. Kann ich auch so einen haben, der so Dinge wiederholt, einfach wenn ich die sage? Das wäre doch voll fett. How's this girl going, Josie? Weil er läuft auch immer so leicht hinter ihm her, das ist voll geil. Johanna. Johanna. How's this girl going? Ask her. Still there, but it is. How much better? Wie viel besser? Wie viel besser? How much? She said the pain was an 8, now it's a 4. Sie hat gesagt, der Schmerz war eine 8 und jetzt ist es bei 4. Der hat das Ei. Wer nicht sieht, dass das hier keine, ich sag mal, wissenschaftliche Auswertung ist, wie gut es jemandem danach geht, sondern, Digga, dass das, ich sag mal, ich drück's mal so aus, dass da ein Bias drin ist. Dass es jetzt nicht eine neutrale Auswertung ist, sondern dass ein Ergebnis gewünscht ist und alle im Raum dieses eine Ergebnis gerne wünschen und alles dafür tun, dass es dieses eine Ergebnis ist. Eintrichtern, dass es doch so gut gewirkt und geheilt hat, ja, doch nicht so viel gebracht. Aber hey, die Leute, die sollten dann im Raum auch alle für sie beten, dass sie Schmerzen würden. Wie man so sein kann, ne? Wirklich komplett unfassbar. Weggehen. Übrigens wird einem dort auch mehr oder weniger. Ja, Bias ist schon sehr positiv ausgerückt, Chat. Ja, finde ich auch. Also ich glaube auch, Bias ist sehr positiv ausgerückt. Ein Stück weit verdeutlicht, dass wenn es mit der Heilung bei einem selbst nicht klappt, man einfach nur nicht stark genug an Gott glaubt. Was?
krass, warum habe ich das nie erlebt? Ich finde es an sich nicht schlimm, wenn gebetet wird, dass jemand gesund wird. Außer man belästigt Leute damit oder gibt ihnen das Gefühl, wenn du nicht geheilt wirst, dann hast du nicht genug gebetet oder liebst Jesus nicht genug oder irgendwas stimmt mit dir nicht. Ja, das ist auf jeden Fall ein nices Gefühl, wenn man das Leuten gibt. Mega, mega schön. Oder man das halt einfach öfters versuchen solle. Denn je stärker die Bindung zu Gott, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du geheilt wirst. Was ist mit Leuten, die krank sind und nicht geheilt werden? Es hängt an deinem Glauben. Und wenn du das jetzt nicht geschafft hast, dann schaffst du es vielleicht das nächste Mal, wenn du dich noch mehr in die Gruppe hineinbringst, wenn du selbst noch missionierst, wenn du andere noch einbringst. Also wenn dein Glauben stark genug ist. Also je stärker der Glaube, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Ganz kurz, dieser Ausschnitt hier, weil meine Facecam die ganze Zeit drüber ist, kommt vom, vom YouTube-Kanal Chris Müller. Nur das, falls ihr das Video gucken wollt, der Aufstieg der Megachurches in DE von Chris Müller. Wenn du noch einbringst. Also wenn dein Glauben stark genug ist. Also je stärker der Glaube, desto höher die Wahrscheinlichkeit der Heilung. Also das wirkt mir schon ein Stück weit gefährlich, wenn ihr mich fragt. Und hier werden ja auch offensichtlich psychologische Tricks angewendet, um so zu tun, als würde der Heilige Geist gerade bei irgendjemand etwas bewirken. Nein, da ist jeder völlig wertneutral im Raum, gibt's keine psychologischen Tricks. Wirken und dann würde man zittern oder umfallen und so weiter. So konnte übrigens auch Ben, also der Gründer von Awakening Church, einen älteren Herrn durch den Heiligen Geist Jesu befreien. And it's very bad. Und es ist sehr schlimm. It's years you've had this problem. Du hattest dieses Problem seit Jahren. In the right knee. Hier in deinem rechten Knie. Who is that man? Wer ist dieser Mann? Let's pray. Father, we thank you for this man. Father in heaven, we pray. Vater im Himmel, wir beten. Und es, Digga. That you would remove the Schmerzen from this man's knee. Dass du die Schmerzen entfernst von diesem Knie. That you would heal the muscle. Dass du den Muskel heilst. And I see a bone spur. Und ich sehe einen Knochen, der bone spur, where the bone is like cracked. Wo der Knochen gebrochen ist. Father, we pray in the name of Jesus. Vater, wir beten in Jesu Namen. The complete healing. Die komplette Heilung. That Holy Spirit, you would do miracles here this morning. Heiliger Geist. Ey, ich finde es so geschmacklos, ne? Das sind Leute, die wirklich Probleme haben. Und die davon abzulenken, wie sie die Probleme wirklich lösen könnten und sollten, mit sowas ist halt, Digga, gerne betet als Add-on, alles cool, aber so zu tun, als wäre das Einzige, was dir helfen kann, eigentlich nur das, und das ist einfach Todswag, einfach Todswag. Dass du heute Morgen hier Wunder tust. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Raus in Jesus Namen. Raus in Jesus Namen. Raus in Jesus Namen. Raus in Jesus Namen. Hey, was soll ich sagen, wenn man das so oft hört? Jetzt ist irgendwas rausgekommen gerade in mir. Ich glaube, ich habe ich kann wirklich heute nicht mehr reden. Ich glaube, ich habe meine Sprache hat mich verlassen, weil ein unreiner Geist gerade aus mir raus will. Warte. Oh, mein Schatz guckt aus meiner Hose. Ah, das hat Torik wahrscheinlich gerade gemacht. Ich packe mal wieder ein. Torik, bitte nicht mehr zu oft raus in Gottes Namen sagen. Und wer hätte es gedacht? Natürlich wurde der ältere okay. Herr direkt befreit nicht und okay. Kann sogar springen. The man with the right knee. Der Mann mit dem rechten Knie. Ist das geheilt? Bist du geheilt? Can you lift? Kannst du es bewegen? Yeah! Halleluja! Digga, das ist so eine Sekte, ne? That has to be Jesus. That has to be Jesus. Ich wüsste keine andere Erklärung dafür, was wir gerade gesehen haben. Es muss Jesus sein, krass. Jesus sein. You could never jump like this, right? Du konntest vorher nicht so hüpfen. Ja, er pusht es aber auch immer, ne? Also er will von denen diese Antwort haben. Er will ganz genau von denen diese Antwort haben. Das konntest du sonst nicht, ne? Das ist komplett weg, ne? Also, oh mein Gott, Alter. Ich muss niemandem erklären, dass du eine andere Antwort kriegst, je nachdem, wie du Fragen stellst. Oh. So if this is healed, you know that can only be God. Also wenn es geheilt ist, weißt du, es war Gott. And could you jump? Could he jump before? Konntest du vorher hüpfen? He couldn't even stand. Er konnte nicht mal stehen. Okay, one more time. Okay, noch einmal. Hallelujah. Hallelujah. Come on.
Warte, was? Also offensichtlich legt er hier den Mann die ganze Zeit die Worte in den Mund, der... Nein, habe ich gar nicht so empfunden. Ich wüsste gar nicht, wann das passiert sein soll. Was? Er hat ja eigentlich so gar nichts gesagt, aber hat dann auf einmal Schmerzen im rechten Knie. Und außerdem ist mir aufgefallen, das stimmt nicht mal, was dort gesagt wurde. Denn Ben meinte hier, dass er ja nicht stehen konnte. He couldn't even stand. Er konnte nicht mal stehen. Okay. Chat sagt, er stand die ganze Zeit. He couldn't even stand. Ja, deswegen stand er auch schon eine Stunde zuvor vor der Band und tanzte dort mit. Ey, das ist einfach, also Gott ist in der Zeit zurückgereist, um ihm auch da schon zu heilen. Also da gibt es eine ganz leichte Antwort drauf, eine ganz leichte torikartige Antwort. Sind vielleicht ganz kurz, sind die unreinen Geister aus ihm da kurz rausgegangen, weil die kurz Pipi-Pause hatten. Aber sonst sind die halt drin. Ja, es gibt immer eine einfache Antwort. Ich weiß sie gerade noch nicht, aber es gibt safe eine einfache Antwort. Just a little longer. Sag mal, wen wollten ihr hier eigentlich verarschen? Wirklich. Ey, ohne Scheiß, Digga. Das ist das Ding, also die Leute haben ja ein Eigeninteresse daran, das möglichst viel so zu framen, dass sie allen Wunderheilungen rausgehauen hätten, so, ne? Und es ist ja auch nichts Christenexklusives. Also Wunderheiler gibt es ja auch außerhalb von Christentum. Und die Techniken sind halt ganz ähnlich, ne? Also das, was solche Church-Geschichten noch mehr haben als bei üblichen Wunderheilungen, ist halt dieses Kollektiverlebnis. Also wenn du eine Band hast, die geile Mucke spielt, die sich voll episch anfühlt die ganze Zeit und ganz viele Leute sind um dich rum und fühlen das irgendwie, weißt du, das ist halt, natürlich fühlst du es dann noch mehr. Also das einfach sozusagen wie normale Wunderheiler mit Hans Zimmer-Flair im Raum. So, das natürlich flasht das mehr. Der eine sagt dir, also, dass er jetzt alles gut ist und sie müsste auch geheilt sein. Kurz danach kam der Schmerz aber plötzlich wieder, wurde aber von einer 8 eine 4. Und bei dem Herrn erzählt man hier einfach irgendwelche Geschichten aus dem Paulanergarten. Also ich glaube eher weniger an Wunderheilungen. Ganz im Gegenteil, mir wirkt das so, als würde man hier mit psychologischen Tricks spielen, um nur für eine kurze Zeit eine Art Wirkung zu spüren. Also genau das gleiche mit diesen angeblichen Befreiungen von Torik. Daraufhin musste ich Befreiung an ihr machen, ihre Augen haben sich nach hinten gerollt und sie wurde freigesetzt durch die Kraft von Jesus Christus. Er spielt auch immer sehr... Ja, das Ding ist auch, dass wenn du das mit psychologischen Effekten begründest, ne, also das kannst du ja relativ einfach machen, weil es da viele Sachen gibt, wo wir wissen, dass das einen Effekt auf Menschen haben, also wie Suggestivfragen sozusagen einen Einfluss haben oder wie der Drang nach Zugehörigkeit einen Einfluss in solchen Augenblicken haben kann und so, bla bla bla, dann hast du wieder eine Komplexität, vor allen Dingen durch Psychologie, aber auch da hat Torik eine ganz einfache Antwort drauf. Jetzt könnte er sich mit der komplexen Sache auseinandersetzen, muss er aber gar nicht, schiebt er weg, indem er sagt, Psychologie ist einfach vom Teufel. Also Psychologie ist einfach, ich glaube, seine Worte waren, Psychologie hat Teilwahrheiten und ist eigentlich satanisch, weil Sigmund Freud wäre auf einer satanischen Website, hätte Sigmund Freud als Name gestanden. Und deswegen war das für ihn eine Art Beleg dafür, dass Sigmund Freud satanisch ist. Also ey, ohne Scheiß, ich denke mir das gerade nicht aus. Wirklich, 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 wirklich. Ich schwöre, ich denke mir das nicht gerade aus. Ich habe den exakten Wortlaut nicht getroffen, aber er hat gesagt, Sigmund Freud, ich glaube, er hat gesagt, Sigmund Freud ist satanisch. Woher glaubst du denn, woher der seine Erkenntnisse hat? Er steht auch auf einer satanischen Seite drauf. Das war so grob der Gedanke, den er geäußert hat. Chat sagt, du hast den Wortlaut ziemlich genau getroffen. Ja, irgendwie so. Also für die Leute, die nicht dabei waren, als wir das geguckt haben, das wurde so gesagt. Ne? Also diese Sachen wurden gesagt. Es ist, ja, auch das wieder. Ne? Du hast eine einfache Antwort. Eigentlich müsstest du dich mit Psychologie befassen, weil es sehr wichtig ist an der Stelle, sich mit den psychologischen Effekten auseinanderzusetzen. Aber ein Torik sagt, nein, muss ich nicht. Das ist satanisch. Tschakka, abgehakt. Einfaches Weltbild, keine Komplexität, keine Graustufen. Es gibt nur die Guten und die Schlechten. Ich bin bei den Guten. So, Leute sind schreiend auf den Boden gefallen und haben sich gewunden. Stühle wurden umgeschubst.
Also ich kenne das, aber eher so von so Hardcore-Punk-Shows. Da geht auch ziemlich viel Party ab. Da wird auch viel durch die Gegend geworfen. Sehr viel mit diesen komischen Bewegungen, die Menschen dann machen während der Befreiung. Ich meine, plötzlich zittern die, dann rollen die Augen nach hinten und so weiter. Und das sieht mir halt jetzt nicht danach aus, als wäre das eine Art Dämonenbefreiung, sondern als wäre das eine Art Schutzmechanismus des eigenen Körpers, weil es mit der Situation vielleicht nicht klarkommt. Es ist noch nie in meinem Leben oder um mich herum passiert. Also das ist eine Aussteigerin. Dass jemand wirklich geheilt wurde. Die sagen ja von der Bühne so, ja, hier haben wir einen Bericht, jemand wurde geheilt und so, aber Quelle, vertrau mir, Bruder. Gefühlt hat keiner wirklich so persönlichen Kontakt mit diesem Bericht, mit diesen Menschen, die geheilt wurden. Dieses auf den Boden fallen oder zittern oder einfach loslachen oder sich wie, also wirklich wie Tiere so verhalten. Es wird gesagt, dass es, weil Gott so groß und mächtig ist, dass wir nichts dagegen machen können, wenn er uns berührt. Ja, aber es gibt ja auch so Effekte, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, so Gruppenextase. Also ich glaube, es gibt sogar sowas wie Gruppenhalluzinationen oder Gruppenpsychosen oder so. Nee, da weiß ich jetzt nicht genau, wie das heißt. Aber ich glaube, Massenhysterie, ja, geil. War das das? Massenhysterie? Nee, ich meine noch was anderes. Nee, ich glaube, ich meine noch was anderes. Ich meine, also in der krassesten Form ist, glaube ich, ist es sogar so, dass eine Gruppe sich so reinsteigern kann, dass die sozusagen alle sich was einbilden, so wie so eine Gruppenpsychose oder so. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, keine Ahnung. Ja, auch einen, die hingefallen ist, weil ich dachte so, ich will das einfach so sehr, ich will, dass Gott wirklich real ist, dass er in mein Leben reinspricht, dass ich besonders bin, und es kann jetzt nicht sein, dass ich jetzt falsch liege, weil ich mein ganzes Leben hier reingegeben habe. Stimmt, das ist ja auch noch ein Effekt, der da reinkickt. So viele psychologische Effekte kicken an der Stelle rein. Es ist ja auch dieser Part, dass du nicht falsch sein willst. Also irgendwann ist so ein bisschen vergleichbar mit der Sunken Cost Fallacy, ne? Dass du sagst, so, hey, es hätte für mich so einen Schaden, wenn ich jetzt irgendwann sagen würde, ja, maybe stimmt das gar nicht. Das ist mega lustig, Chat. Ja, bla bla bla. Es hätte für mich so einen großen Schaden fürs Leben, wenn ich jetzt mir eingestehen würde, dass es möglicherweise auch, also dass die Option gibt, dass es gar nicht so ist. Es hätte so weitreichende Folgen, dass sozusagen ich das gar nicht zulassen kann. So, ne? Also das ist ja auch einer der Gründe, warum ein Torik, würde ich glauben, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass ein Torik nicht mal an einen Punkt kommen würde, weiß ich nicht, glaube ich, an einen Punkt kommen würde, zu sich einzugestehen, dass es die Möglichkeit gibt, dass es gar nicht so ist. Nur die Möglichkeit. Ich persönlich sehe das als extrem gefährlich an. Denn das hier sind ja keine professionellen Psychologen oder Hypnotiseure, sondern es sind einfach nicht ausgebildete Menschen, die Dämonenbefreiung durchführen. Und Chat sagt, du verlierst Freunde, die Gemeinschaft, den Halt. Ja, exakt. Exakt. Genau das wäre ja die Folge, wenn du dir eingestehen würdest, dass das maybe so gar nicht ist. Natürlich schafft man das dann nicht. Und zusätzlich spielt man auch noch mit den Ängsten und Krankheiten von Menschen. Übrigens stand auch schon die Awakening Church in der Kritik, weil sie der Überzeugung waren, dass ein krebskranker Mensch einfach so geheilt wurde. Und das im Namen Jesus Christus. Dafür teilten sie sogar der Öffentlichkeit eine Art ärztliches Dokument. Jedoch kam halt später raus, dass dieser Arztbrief gefaked war. What? Warte, nochmal. Geheilt wurde. Und das im Namen Jesus Christus. Nochmal, warte. Krankheiten von Menschen. Übrigens stand auch schon die Awakening Church in der Kritik, weil sie der Überzeugung waren, dass ein krebskranker Mensch einfach so geheilt wurde. Und das... Okay, also die Awakening Church, wo der Torik auch den Leuten folgt und offensichtlich eine Nähe zu hat, die haben offensichtlich behauptet, es gäbe eine Wunderheilung, dass jemand von Krebs geheilt worden wäre. Im Namen Jesus Christus. Dafür teilten sie sogar der Öffentlichkeit eine Art. Okay, Freikirche Awakening Church im Eimeldinger G5 verbreitet gefälschten Arztbrief, der Wunderheilung belegen soll. Seit eine Freikirche in Eimeldingen
einen neuen Pastor hat, häufen sich dort Berichte über Wunderheilungen. Was für ein Zufall, dass das plötzlich so hochgegangen ist mit den Wunderheilungen, seitdem da ein neuer Pastor ist. Ein von der Gemeinde online verbreiteter Beleg für die Heilung eines Krebskranken erweist sich aber als Fälschung. Boah, Digga. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ja, das ist das Ding, ne? Diese Leute haben nicht, also haben ein großes Interesse daran, zu lügen. Diese Leute haben ein sehr großes Interesse daran, Leuten klarzumachen, dass Gott das alles heilen kann, das ist alles cool. Und wenn die Fakten dann nicht so da sind, dass sie das irgendwie stützen, dann schiebt man die Fakten eben dahin, dass sie das stützen. Und das kann in der extremsten Form natürlich sein, dass du irgendwelche Dokumente fälscht. Aber es fängt ja schon da an, wo du eine Suggestivfrage in so einem Raum stellst. So, da fängt ja schon an, dass du die Fakten in deine Richtung schieben möchtest. So. Art ärztliches Dokument. Jedoch kam halt später raus, dass dieser Arztbrief gefaked war. Awakening Church äußerte sich dann auch damit, dass sie hinters Licht geführt wurden. Also sie wurden verarscht, wussten nicht, dass es fake ist und haben dann auch alle Beiträge dazu gelöscht. Und um natürlich. Achso, die Awakening Church hat gesagt, in dem Fall jetzt, wo rausgekommen ist, dass es fake war, das finden wir natürlich nicht so gut. Aber sonst ist es eigentlich eine Sache, die voll da ist, die es voll gibt. Wow. Natürlich noch mehr Menschen für sich zu gewinnen. Waren sie übrigens auch an der Das ist natürlich geil. Dass du einfach sagst, nee, also grundsätzlich gibt's das, nur halt immer an dem Punkt, wo bewiesen wird, dass das Quatsch war, das war halt dann Quatsch. Aber sonst immer richtig. Top. Auch eine einfache Antwort. Ah, die sind geil. Nee, ich finde die gut. Ich finde die sehr, sehr gut. Jetzt geht es, warte. Beiträge dazu gelöscht. Und um natürlich noch mehr Menschen für sich zu gewinnen, waren sie übrigens auch an der ukrainischen Grenze. Denn Menschen in der Not kann man halt ziemlich gut. Oh, nee, das sind immer die Sachen, also es ist eh schon asozial, weil du spielst halt mit Leuten, denen es nicht so gut geht, die keine Zugehörigkeit haben, die den Need haben nach sowas. Und mit denen spielst du halt, weil die kannst du so leicht manipulieren in dieser Richtung. Und bei sowas wird es natürlich auch sehr, sehr deutlich, ne? Journalist Knipping beobachtet, wie sie sich vor allen Dingen an den Orten aufhalten, an denen sich Flüchtende sowie in die Ukraine reisende Menschen stauen. Am Bahnhof, an Grenzübergängen. Sie singen und beten, tanzen vor einer langen Warteschlange. Ja. Gut beeinflussen in meiner Wahrnehmung. Generell fiel mir auch eine Sache auf. Bei diesen Holies. Immer den Leuten, denen es schlecht geht, die holst du ab. Das ist schon, Digga. Spirit-Predigten waren irgendwie erstaunlicherweise viele Menschen dort, die Probleme in der Ehe haben oder auch Krankheiten haben. Wie kommt das nur, dass ausgerechnet dort so viele kranke Menschen und Menschen mit Problemen rumlaufen? Kann es sein, dass die Leute dorthin gehen, weil sie hoffen, dass sie dort geheilt werden? Ja, es ist halt die fucking Hoffnung, ne? Oh Mann, es ist so fucking sad. Deswegen, also ich kann auch nur davor warnen, ne? Wenn ihr mitkriegt, dass jemand ein bisschen in so eine Richtung abdriftet, holt den möglichst schnell da raus. Wartet nicht ab. Das ist keine Sache, wo du sagen kannst, ja, ich guck noch mal, in ein, zwei Monaten kann ich noch mal mit dem reden. So, wenn ihr merkt, jemand driftet in die Richtung ab, sofort Intervention, Digga. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Dass der Kontakt auch nicht abbricht zu der Normalwelt, so, ne? Weil das ist ja auch ein wichtiger Aspekt von Sekten, dass sozusagen das enge Umfeld nur noch im Sektenspace sich abspielt, sodass du möglichst sozusagen den Kontakt nach außen bei den Leuten, die sozusagen deine Peer Group sind, gar nicht mehr hast. Werden und keinen anderen. Da waren Wunderheilungsleute. Ich habe da mit einem Mädchen geredet, die war so 17 Jahre alt. Sie hat mir erzählt, dass sie Depressionen hat und unbedingt geheilt werden möchte. Das ist das, was mich so sad macht, ne? Anstatt dann irgendwie zu Leuten hinzugehen, wir haben es als Menschheit geschafft, dass es Menschen gibt, die sich mit sowas auskennen, die bei sowas tendenziell helfen können. Und die dann, und solche Leute wegzulenken von denen, die wirklich helfen können, wo wir nachweisen, also, Digga, nee, ich muss das nicht, Digga. Ausweg mehr sehen? Das ist einfach, ja, ist eine Katastrophe. Chat sagt, es ist eine Katastrophe. Ich finde auch, das ist einfach eine Katastrophe. Persönlich habe halt genau das Gefühl. Sie merken vielleicht, dass es keine andere Option oder keine Hilfe mehr gibt und genau deswegen wird dann dieser spirituelle oder religiöse Weg gewählt. Und das ist das Ding, wo es halt aufhört, einfach zu sagen, ha, ha, ha,
die machen halt ihr Ding und das ist halt, die sind halt ein bisschen stupid so. Es ist mehr als das. Es ist deutlich kritischer als das, weil Leute, die Hilfe brauchen, sich diese Hilfe dann möglicherweise nicht suchen, weil sie glauben, dass ihnen diese Hilfe überhaupt nichts bringt, sondern sie müssten halt nur genug beten oder so. An dem Punkt wird es halt fucking kritisch, weil du hältst Leute davon ab und du lenkst Leute davon ab, was ihnen eigentlich helfen würde. Und eine andere Sache, die hyperkritisch ist, ist, dass dieses Weltbild von die Gays sind nicht okay, wie sie sind. Sie müssen, sie werden bestraft werden und das ist auch gut so. Die sind ekelig, die können gar nicht richtig lieben. Die sind nicht so wie wir, dass die lieben können. Die denken nur in Lust oder so. Dieses ganze Weltbild ist halt der perfekte Nährboden für dementsprechende rechtsextreme Gesetze. So. Der perfekte Nährboden dafür. Also ist uns allen bewusst so. Und an dem Punkt wird es halt f***ing kritisch so. Deswegen ist es mehr als einfach nur dumme Leute, die in einem Raum dumme Sachen machen, sondern es sind halt f***ing problematische und gefährliche Leute, die das machen. Deswegen, wenn ihr merkt, irgendjemand driftet in so einer Art von Freikirche ab, holt den direkt daraus. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und das nimmt diese Kirche natürlich super gern an, denn jedes Mitglied mehr ist ein weiterer Schritt zur Eroberung Europas. Rezo, Torik behauptet, ihr hättet lange privat über den Glauben geredet. Wie ist das denn ausgegangen? Ich hätte es jetzt nicht angesprochen, weil alles, was ich so one-on-one mit Leuten rede, hänge ich nicht so an die große Glocke, weil für mich gibt es immer so das Öffentliche und das, was man nicht öffentlich macht. Aber ja, wenn Torik das gesagt hat, dann kann ich es auch so bestätigen. Wir hatten ein Telefonat, ich weiß nicht, wie lang das war, 20 Minuten oder so, vielleicht 25, bin mir nicht ganz sicher, und haben danach auf Instagram noch ein bisschen geschrieben. Ich fand es super anstrengend, weil mein Eindruck, er hat einen anderen Eindruck wahrscheinlich von der Unterhaltung, mein Eindruck ist, dass es war eine Neugier natürlich auch, weil ich gucken wollte, okay, wie ist es mit dem zu reden so. Ich wollte auch ein bisschen gucken, kann man ihn an den Punkt, wenn man ihm Hilfestellung gibt, logisch zu denken so, schafft er es dann? Und das klingt jetzt ultra überheblich, wenn ich das so sage. Aber vor dem Hintergrund versteht ihr, wie ich das meine, glaube ich. Ne? Also das ist nicht gemeint im Sinne von, oh, ich bin hier der Typ, der denken kann und andere Leute können nicht denken. Aber er hat halt da ein Defizit, so ist meine Meinung. Und es hat nicht so gut geklappt. So, das ist, ich will jetzt nicht zu viel aus der Unterhaltung sagen, weil ich finde es immer wack, wenn man öffentlich über One-on-One-Unterhaltung groß irgendwie jetzt auf Einzelsachen eingeht oder so. Das finde ich ist einfach kein guter Stil. Aber ich fand, das war kein, das Gespräch hat uns nicht weitergebracht. Sagen wir es so. So berichtete ein ehemaliges Mitglied Folgendes. Ich war als Kind schon depressiv. Dann war ich auf der Konferenz und dachte, die können mich jetzt heilen. Sie haben ein Gebet gesprochen für alle. Ich dachte, ich hätte irgendwas gespürt und bin nach vorne zur Bühne gegangen. Da haben sie mich Diese Leute sind einfach böse. Geht! Geht, geht, geht. Ich glaube zum Beispiel, dass ein Torik nicht in sich einen bösen Willen da hat. Ich glaube, dass ein Torik so indoktriniert ist und so niemals gelernt hat, skeptisch zu denken, dass er das gar nicht böse meint in dem Augenblick, sondern wirklich nicht anders kann. Der ist da so drin, so in diesen Schienen. Die böse sind oder eine böse Intention haben, sind häufig die Leute, die halt mehrere Stages drüber sind in solchen Sachen. Also die Leute, die das pushen, aber aus rechtsextremen Gründen, ne, gibt es halt Leute, die sowas natürlich, also ganz, ganz reiche Geldgeber oder ganz, ganz, reiche Geldgeber auch, die sowas natürlich mit Kusshand nehmen, auch wenn sie das nicht nach dem christlichen Sinne, denen das total egal ist. Oder auch die Leute, die natürlich einen bösen Willen haben, die mit sowas einfach reich werden wollen. Ne? Die machen einfach sehr, sehr viel Geld. Also sozusagen die ganz oben stehen, die sind teilweise, haben die einen klaren bösen Willen und eine sehr, sehr klare Strategie dahinter. Ich glaube nicht, dass Torik einen bösen Willen hat. Glaube ich nicht. Gefragt, wovon ich geheilt wurde. Und ich habe gesagt, Depressionen. Aber natürlich war ich nicht geheilt. So ging es los, als wir wiederkamen. Ich war nicht nur Mitläuferin, ich war Ich hätte irgendwas gespürt und bin nach vorne zur Bühne gegangen. Da haben sie mich gefragt, wovon ich geheilt wurde. Und ich habe gesagt, Depression. Digga, da sind Leute in einem Raum, die das dann glauben. Da kommt jemand vor die Bühne und sagt, ich wurde soeben geheilt von Depressionen. Wie merkst du denn in einem Augenblick, dass du geheilt wirst von Depressionen? Also, was ist denn das für eine Vorstellung auch für eine kindliche, übersimplifizierte Vorstellung, wie Depressionen sich anfühlen? Als wäre das so ein
so eine Sache, die ist, ach, jetzt gerade ist die off. Ah, ich glaube, jetzt gerade ist meine Depression geheilt. Habe ich genau gemerkt, weil das ist so ein Switch ist umgegangen oder so. Ja, ja. Vorne mit dabei. Bei Awakening Europe war ich nur bei dem ersten Event in Nürnberg. Das Stadion war nicht so voll, wie man glauben mag. Viele Leute waren in Ekstase. Es gab wenig Programm, weil man sich vor allem auf den Heiligen Geist verlassen wollte. Dann war da ewig emotionale Musik, Leute weinten und beteten in Sprachen und schrien. Ich habe mich so unwohl gefühlt, das war selbst mir zu viel damals und ich war ja auch ein bisschen so drauf. Da war extrem viel Heiliger Geistgerede, sehr viel geistliche Kriegsführung und es waren die ganz Großen da, wie die Band Jesus Culture. Ja, Jesus Culture. Die Freikirche G5, ach, so heißt die Freikirche, oder was? G5, ah, so heißt die Kirche, oder? Keine Ahnung. In Eimeldingen wird manchen Mitgliedern zu extrem. Seitdem die Freikirche in Eimeldingen mit dem Verein Awakening Europe verschmolzen ist, geschieht dort angeblich Übernatürliches. Doch einige Mitglieder tun sich schwer damit, dies zu glauben. Die sind einfach, dann lieben die Gott nicht genug. Du hast eine simple Antwort. Wenn die das nicht glauben, könntest du dich damit jetzt auseinandersetzen, weil es eine komplexe Auseinandersetzung wäre. Oder du hast eine simple Antwort. Die glauben einfach nicht Gott genug. Das sind keine richtigen neugeborenen Christen. Ne, du kannst die No-True-Scotsman-Fallacy raushauen. Ne, also die wahren Christen, die würden doch auf meiner Seite sein. Die Christen, die nicht so sind wie ich, das sind keine wahren Christen. Ist auch das sind alles so Fallacies, die wirklich der Reihe nach raushauen. Also es ist wirklich wie so ein Lehrstück, wie man nicht zu Schlüssen kommen sollte. Ah, und Leute, die dann merken, dass da ja eigentlich gar nicht so viel passiert und das meiste nur Show ist, die gehen am Ende des Tages halt wieder. Eine Sache, die mir außerdem noch aufgefallen ist, war dieser... Also sind alle Freikirchen gleich? Gibt es da viele Unterschiede? Digga, ich glaube, in Freikirchen gibt es super viele Unterschiede, weil Freikirche, also wie der Name schon sagt, ja ein bisschen sich freier löst von... den Basic-Konfessionen. Und das kann ja in verschiedene Richtungen gehen. So, ne? Aber klar, wenn du, also sagen wir so, wenn du eine möglichst extreme Fundi-Kirche aufmachen würdest, dann, also, oder das pushen wollen würdest, dann machst du es natürlich eher in einer Freikirche als jetzt in einer normalen evangelischen Kirche, so, weil da ist es schwieriger, das umzusetzen, so, ne? Diese Aussage von Torik. Ich erzähl dir was mir vor, ich weiß, nee, nicht letzter Samstag, über vorletzten Samstag. Wir sind in die Stadt gegangen und Gott hatte mir gezeigt, vor, dass wir in die Stadt gehen, dass wir eine Frau kennenlernen, die 1,60 Meter ungefähr groß ist und die depressed ist. Später haben wir die auch kennengelernt. Ich habe angefangen, Befreiung über ihr auszubeten. Sie hat angefangen, einen unreinen Geist zu manifestieren. Wir haben in der Stadt ein Mädchen getroffen und ein Freund von mir hatte den Eindruck, dass sie mit Suizid zu kämpfen hat. Wir sind zu ihr hingegangen und wir haben zu ihr gesagt, hey, Gott hat uns gezeigt über dir, dass du manchmal mit diesen Gedanken struggle stimmt. Hey Digga. Das ist selbst mir passiert, als ich jugendlich war. Ich erinnere mich da noch dran, dass ich einmal in der Stadt war und da war auch irgendwie so Leute und die haben mich dann auch irgendwie so angequatscht. Mich und mein Freund damals, also mein Kollegen damals. Und die hatten zu mir auch irgendwie gesagt, so, hey, kann das sein, dass du auch irgendwie struggles und dass es dir manchmal nicht so gut geht? Weißt du, so, ich war halt 15, hab irgendwie Metal-Shirts angehabt oder so. Natürlich geht's mir manchmal nicht gut. Also, du musst ja nicht mal guessen. Also, Digga, das kann ich auch. Also, das kann ich auch. Durch die Fußgängerzone gehen und sagen, dem geht's bestimmt manchmal nicht gut und der nicht und dem nicht und der nicht. Das ist halt, naja. Stimmt das? Die meinte, ja, das stimmt. Wir haben angefangen, für sie zu beten. Und sie meinte, wow, irgendwas hat meinen Magen verlassen. Und wir kannten diese Person gar nicht. Ja. Und sowas passiert mir andauernd. Wie Stay einfach am Verzweifeln ist, Digga. Das erinnert mich auch stark an eine Aussteigerin von Awakening Church. Diese schilderte nämlich solche Szenarien. Auf der Jesus Culture Conference wurden die Leute auf die Straße geschickt, um zu heilen. Das ist immer Teil dieser Konferenzen. Auch bei der Awakening Europe Konferenz. Ja, du musst ja Leute da reinziehen. Das ist ja wie bei einem Pyramiden-Scam oder so. Du musst ja sozusagen die Mitglieder dazu bringen, dass sie neue Leute reinholen in das System. So. Nürnberg. Sie wollten zeigen, dass man heilen kann. Dann geht man raus in Gruppen, spricht Menschen auf der Straße an und betet für sie. Als wir wiederkamen, gab es einen Zeugnisteil und dann kamen viele auf die Bühne und erzählten, dass es Heilungen gab oder jemand bekehrt wurde. Das sollte ermutigen. Es wurde diese wahnsinnigen Geschichten erzählt und man sitzt da und denkt, krass, warum habe ich das nicht erlebt? Ja, ja.
das heißt, man wird auch von den Strukturen her dann auch dazu ermutigt, dass man solche Geschichten halt erlebt hat. Weil es ein bisschen weird wäre, wenn die anderen solche Geschichten immer leben, aber du nicht. Bist du nichts Besonderes? Ist Gott nicht so viel an deiner Seite? Kriegst du es nicht hin, richtig für jemanden irgendwie zu beten oder so? Das steht ja dann auch im Raum. Also natürlich sagst du dann eher, ja, ja, wir haben auch was Krasses erlebt. Also du schaffst einen Rahmen, wo alle gepusht werden, zu behaupten, dass sie sowas erleben, wo alle gepusht werden, das mehr so wahrzunehmen, mehr gebiased auf diese Sachen so Wert zu legen, mehr das so zu interpretieren, etc., etc. Vielleicht liegt das daran, dass die Geschichten aus dem Paulanergarten unendlich groß sind. Und es zeigt. Und deswegen, ich glaube deswegen nicht, dass sie böse sind. Die glauben das wirklich. Die sind da so indoktriniert, die glauben das wirklich, weil die nicht in der Lage sind, da kritisch drüber nachzudenken. Also, wenn du kritisch drüber nachdenken würdest, müsstest du dir ja eingestehen, selbst wenn du sagst, okay, ich glaube, das ist Gott gewesen, der hat den geheilt, dies, das, dann müsstest du dir ja wenigstens eingestehen, dass es verschiedene Aspekte gibt, die auch mit das begründen könnten. Die auch begründen könnten, warum Leute sowas sagen, warum Leute schreien, warum Leute sagen, oh, ich fühle mich gerade total crazy, warum Leute sagen, ah, mir geht's jetzt gerade besser, etc., etc. Du müsstest dir eingestehen, dass es das auch mit einer anderen Begründung gäbe. So. Und sich das einzugestehen, ich glaube, das schaffen die schon nicht. Ich glaube, das ist schon zu sehr, das rüttelt zu sehr an den an dem Weltbild. Zeigt vor allem, dass sie wirklich so vorgehen, wie dieses ehemalige Mitglied es hier beschreibt. Ich persönlich sehe genau diese Strukturen und dieses Verhalten als extrem gefährlich an. Das, was Torik die ganze Zeit von sich gibt, ist leider genau das, was Awakening Church beschreibt. Menschen wie er sind bereits schon auf der Stufe, um Hände auf Betroffene aufzulegen, um sie von Dämonen oder bösen Geistern zu befreien. An der Stelle möchte ich aber auch nochmal Rezo Props geben. Der hat in seiner Reaction und auch schon in seinem ersten Video, wo Torik mit drin vorkam, ziemlich gut aufgezeigt, weshalb das Christentum eigentlich keine schlimme Religion ist. Finde ich gut, dass er es nochmal betont. Menschen wie Torik oder Ben haben ihre ganz eigene Version vom Christentum, von Religion, vom Glauben und sie denken, ihre Version ist die einzig richtige und sie müssen es jedem unter die Nase reiben. Und das zieht diese Religion halt momentan massiv in den Dreck. Hier möchte ich auch nochmal an der Stelle. Ja, ich glaube auch, also Torik ist halt der Grund, warum, oder solche Leute wie Torik sind halt der Grund, warum es für. Also, dass das Leute sehen und entweder den Effekt haben, halt, dass er Leute mehr in diese Szenen irgendwie reinzieht, was haben wir ja gerade ausführlich drüber gesprochen, was viele nicht so gute Effekte haben kann. Aber auch natürlich, dass Leute das sehen und denken, boah, Christentum ist ja mega scheiße. Glaubt an, was ihr wollt. Jeder kann das so auslegen, wie er möchte, solange er aber niemandem damit schadet. Jedoch ist ab dem Zeitpunkt, bei welchem man Menschen ausnutzt oder wirklich Schaden hinzufügt, eine Grenze erreicht, die nicht mehr zulässig sein sollte. Und diese Grenze wird in dieser Form meines Erachtens nach hierbei ganz klar überschritten. Sowohl Torik als auch Awakening Church sehe ich anhand der gezeigten Beispiele als extrem kritisch an. Und wenn man sich einfach mal den gesamten Bericht... Ja, es ist halt super, super gefährlich. Ich glaube, das haben wir ganz, ganz ausführlich jetzt noch mal gesehen in diesem Video. Und ich hoffe, ihr seid ein bisschen, also ich habe bei dem einen oder anderen vielleicht noch mal jetzt durch dieses Video, sage ich schon, ich bin schon komplett im Kopf, dass das halt auch ein Schlumpfvideo ist und dass das letztlich ein Video ist, aber auch hier im Stream so ein bisschen noch mal die Sensibilität geschärft, was dafür für Mechanismen hinter sind und wie die greifen sozusagen, damit man weniger davon manipuliert wird. So, ne? Nicht von MadWatch durchliest, dann merkt auch der Letzte, dass das Ganze gar nicht so geil ist, wie es eigentlich dargestellt wird. Die Links zu dem Artikel oder auch zu dem Video von Chris Müller sind selbstverständlich unten in der Beschreibung auch nochmal ganz große Props und auch Credit. Ja, sehr gut, das finde ich sehr, sehr stark. Das gebe ich mir auf jeden Fall die Tage mal in voller Gänze von Chris Müller, das Video. Es geht raus an Chris, der hat dazu ein richtig gutes Video gemacht, wovon ich auch viele Informationen habe. Ich hoffe natürlich, dass euch diese Art der Aufklärung hier in diesem Video gefallen hat. Wenn ja, lasst super gerne ein Like da. Das war äußerst schmerzhaft, das Thema, aber war auch sehr interessant gewesen. Und wenn ihr selbstverständlich immer up to date bleiben wollt und auf solche Art von Videos steht, dann lasst gerne ein Abo da. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und es würde mich auch in dem unterstützen, wofür ich hier die Videos mache. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Schenkchen ans Wänkchen. Euer Alpha Kevin und ciao. Danke an Alpha Kevin für dieses Video. Fand ich wirklich gut, dass er, also als ich gesehen habe, er hat nochmal ein Video zu Torik gemacht, dachte ich, okay, jetzt ist ja langsam gut, aber er hat es jetzt nochmal auf eine andere Ebene gebracht und nicht vor allen Dingen über Torik als Person gesprochen, sondern vor allen Dingen über die Strukturen, die bei sowas oft dahinter stehen und bei dem, was da in der Nähe ist, sozusagen oft dahinter stehen. Hat Alpha Kevin sehr, sehr gut gemacht. Und natürlich auch nochmal danke für Chris Müller, dass der da ein Video auch zu gemacht hat.